Moin meine moin Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Wieder mal ein kleines Update-Video, was jetzt so aktuell ist. Es wird ein kurzes Video sein, da heute Morgen schon das Video hochgekommen ist oder online gekommen ist, was ich gestern geplant habe. Denn morgen können wir ein weiteres kleines Update erwarten. Das werdet ihr nicht herunterladen müssen. Das wird entweder ein kleines Content-Update sein oder ein weiterer Hotfix, wie zum Beispiel letzte Woche mit dem neuen und dem alten Grappler. Was ich nochmal sagen wollte, bevor ich zu den ganzen Informationen komme, ist, was sehr interessant ist im Item Shop, nicht nur das Stillschweigen mit ihrem gesamten Set und mit dem neuen Spektralstil zurück ist, sondern zum ersten Mal in der Geschichte von Fortnite gibt es keinen täglichen Shop, also keinen täglichen oder Daily-Bereich vom Item Shop. Dieser wurde entfernt, ich glaube, einige Stunden nachdem der Item Shop sich heute um 1 Uhr aktualisiert hat. Weil, also der Grund ist noch unbekannt, aber Fortnite sagt, dass es noch im Laufe des Tages oder morgen nochmal hinzukommt, aber heute eben das entfernt wurde. Der Grund wurde nie genannt. Viele hängen das oder denken, dass es mit dem West Out Emo zu tun hat, weil es von Travis Scott ist und Travis Scott letztens so eine Aktion bei seinem Konzert hat, wo mindestens 8 Leute gestorben sind, viele verletzt wurden oder ins Krankenhaus gebracht wurden. Vielleicht gibt es da einige Lizenzprobleme, weshalb die das nicht machen möchten, aus Respekt natürlich an die Angehörigen vielleicht. Aber wenn ich was holt, Freunde, egal ob das ein neuer Skin ist oder sonst was, würde ich mich über den Support hier im Item Shop, indem ihr meinen Creator Code Let's Get 10 eintragen würdet, mega freuen. Kuss geht raus. Und jetzt sprechen wir über das neue Update morgen. Denn wir werden morgen ein kleines Update bekommen, das ist bestätigt. Und was definitiv reinkommt, also was wir zu 100% wissen, ist, dass ein neuer Charakter, also ein neuer NPC rauskommt. Und das wird die Schattenagentin sein. Laut ihrer Beschreibung ist sie tatsächlich auch ein Agent vom IO, was nochmal wichtig für die Storyline sein wird. Ansonsten wird die bei Lazy Lake, also südlich von Lazy Lake zu finden sein, wird eine eigene Stempelkarte haben, die gleichzeitig mit ihr online kommen wird. Und wahrscheinlich hat sie noch vielleicht andere Dienste, kann vielleicht eine Objektverwandlung anmachen, das ist nicht bekannt. Ja, im Großen und Ganzen werden wir wahrscheinlich auch morgen die nächsten 2 neuen Stempelkarten von bereits vorhandenen Charakteren oder NPCs bekommen. Und zwar war eine neue Stempelkarte für Düsternis und für Turin bekannt, oder geleakt, wurde geleakt. Und diese sollten bald aktiviert werden. Ob das morgen passiert, ist natürlich nicht bestätigt, ist noch eine Sache von Epic Games. Vielleicht werden wir auch morgen eine neue Waffe bekommen und geplant ist ja tatsächlich die neue Kampfpistole. In 5 Seltenheitsstufen könnte morgen aktiviert werden. Dann sollte die nächste Abstimmung stattfinden, wo wir Gold spenden müssen, um ein Item im Spiel freizuschalten. Und entweder werden das die neuen wiederverwerteten Schrottroboter sein oder die Max oder die Brutes aus Season 10, also die neuen Versionen von denen. Ansonsten ist auch die nächste Runde der Spenden bereit, und zwar zwischen der Steinschlusspistole und dem Annäherungsgranatenwerfer oder Annäherungswerfer. Bald werden wir auch für die wählen. Welche Abstimmung dann morgen beginnt oder gar nicht beginnt, kann ich wie immer nicht sagen. Das ist halt nur meine Theorie, was wir bekommen könnten. Einige Fehlerbehebungen, Wettkampfanmerkungen und Balanceänderungen sollten auch dabei sein. Vielleicht, keine Ahnung, kleinere Mapänderungen bei den Orten, wo Schattenagenten spawnt. Oder vielleicht bei dem Bunker, bei dem blauen Kevin, bei dem wurden ja auch einige Effekte vor einigen Wochen geleakt. Oder vielleicht wird sich nochmal was bei der Würfelstadt ändern, wobei die letzte Stufe sich schon am letzten Wochenende aktualisiert und aktiviert hat. Und ihr wisst ja, dass am 16. September von FireMonkey alle kommenden NPCs geleakt wurden, also die wir im Laufe der Season bekommen werden. Darunter gab es eine Menge, ich hoffe mal, dass ich die Liste einblenden kann. Und viele davon haben wir schon bekommen. Und FireMonkey hat jetzt zu diesem Tweet nochmal was gesagt, und zwar, dass er hat eine Liste gemacht, und das sind die NPCs, die uns noch fehlen von dieser geleakten Liste. Einmal 8-Ball, Batman, der lacht, mit dem Codenamen Jiggle, danach Melkor, das war dieser Teufelskin, Hush, also Stillschweigen, der gerade im Itemshop ist, Moisty Merman, also der Sumpfmann, der Gefangene, Rustlord, ich weiß nicht, wie der im Deutschen heißt, danach Paul Atreides von Dune, und Tsuki, das sind die NPCs, die geplant waren immer noch sind. Vielleicht werden die rauskommen, aber das sind die NPCs, die uns noch fehlen. Und apropos Rustlord, bei denen gibt es noch jetzt neue Details. Und zwar wurde jetzt seine Beschreibung geleakt, die wir dann in der Sammlung sehen können, falls er überhaupt reinkommt. Hier steht einmal,
König vom Schrottplatz, das neueste Lieblingsprojekt von Rustlord, recyceln, Schrott recyceln zu etwas oder zu etwas Neuem und Zweckmäßigem. Aber ehrlich gesagt, ich denke, er verbringt einfach gerne Zeit mit dem Schrott. Das wird seine Beschreibung sein in der Sammlung. Dann hat er wieder mal ein eigenes, einen eigenen Dialog. Und zwar die erste Interaktion mit ihm sagt er, wenn du Rost suchst oder Schrott suchst, bin ich dein Lord. Also Lord im Sinne von Rustlord, ist halt ein kleiner Joke. Während der letzten Zeit gesprochen und willkommen zurück auf dem Schrottplatz. Danach hoher Bar-Count, also wenn ihr zu viele Barren habt oder mehr oder weniger Reichzeit mit den Barren, dann sagt er, all diese Barren werden eines Tages Schrott sein. Die Standardnachricht von ihm ist, hey Scrappy oder hey Schrotti, Einkauf von Metall, wenn ihr Metall bei ihm kauft, sagt er, kannst du das recyceln? Und der letzte Satz von ihm ist, wenn man bei ihm die Objektverwandlung aktiviert, ist, verstecke dich zwischen dem schönen Schrott. Er wird aber auch noch die Objektverwandlung aktivieren, Metall verkaufen und eine eigene Stempelkarte bzw. Auftragsreihe haben. Jetzt eine Frage von mir und von dem bekanntesten Leaker Hypace. Welche Charaktere von Riot Games würdet ihr gerne in Fortnite sehen? Das fragt Hypace auf seinem Twitter, da Riot Games eventuell eine neue zukünftige Kooperation mit Epic Games bei ihrem Blogpost über Jinx in Fortnite geteasert haben. Auch jetzt während dem Video aufgetaucht, aber Version 19.01 wird jetzt bereits von Epic Games getestet. Das ist das allererste Update mit einer neuen Versionsnummer nach der nächsten Season. Entweder wird das Season 9 sein oder Chapter 3. Und wir müssen mal schauen, aber wir haben diese XX.01 Updates nicht so oft in Fortnite bekommen. Zum Beispiel das letzte Mal, wo wir ein Update mit der Versionsnummer nach dem Komma oder nach dem Punkt 01 bekommen haben, war tatsächlich das erste Update nach Chapter 2. Und vielleicht spricht das für etwas, dass dasselbe passieren wird, weil er direkt nach der neuen Season oder eine Woche danach oder zwei Wochen danach Winterfest oder Weihnachten startet. Das solltet ihr bedenken, aber das ist auch mal sehr interessant und spricht für einen weiteren Hinweis zu Chapter 3. Dann wollte ich nochmal für mich für 800 Abonnenten bedanken. Wir haben es gestern geknackt. Einfach nur mega insane, wie schnell diese Abozahl wächst und wächst. Und das freut mich mega. Kuss, dicker Kuss, geht raus. Danke fürs Einschalten, Freunde. Wir sehen uns morgen im nächsten Video, wahrscheinlich beim nächsten Update also. Und apropos Update morgen, Hordenansturm endet ebenfalls morgen um 14 Uhr. Das heißt, ihr könnt die drei Gratis-Items durch die Herausforderung nicht freischalten und der Modus verschwindet auch. Ansonsten lasst gerne ein Like da, schreibt eure Meinung zu den aktuellsten Neuigkeiten in die Kommentare. Über eine Bewertung würde ich mich, wie gesagt, wie immer freuen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.